ich merke einfach, dass ich die ganze Zeit irgendwie irgendwas ausrechne. Also es ist deutlich weniger Ware, die der Einzelne kriegt. Da sind natürlich auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen regelrecht verbittert und verärgert. Also es ist wirklich verrückt, man muss sein ganzes Leben umstellen. Seit 3 Jahren hat sich in Deutschland ein Gefühl der Dauerkrise eingestellt. Erst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und dazu die wirtschaftlichen Folgen. Ob Stadt oder Land, West oder Ost, überall sind die Preise für Lebensmittel, Strom und Gas stark gestiegen. Wir müssen uns ganz neuen Herausforderungen stellen. Im Januar lag die Inflationsrate bei 8,7%. Noch im November war die Rate sogar zweistellig. Der Wert ist aber weiter hoch. Das klingt alles total wichtig, aber auch sehr theoretisch. Wir möchten gerne wissen, was das im Alltag bedeutet. Deswegen machen wir uns jetzt auf eine Reise durchs Land und möchten dabei herausfinden, wie Menschen in verschiedenen Lebenssituationen mit den gestiegenen Preisen zu kämpfen haben. Unsere erste Fahrt geht nach Langballig in Schleswig-Holstein. Der kleine Ort liegt sehr ländlich in der Nähe von Flensburg an der Ostsee. Und hier wohnt Astrid Marlow. Hallo Frau Marlow. Hallo. Hi. Die 50-Jährige treffen die Teuerungen besonders hart. Sie ist alleinerziehende Mutter, hat einen 11 Jahre alten Sohn. Nur ein Einkommen, auf sich gestellt bei der Kindeserziehung und damit ohnehin weniger Zeit für Arbeit. Da ist das Geld oft eh knapp. Und jetzt ist alles noch schwieriger. Wie sehr treffen Sie denn die extremen Preissteigerungen, die es seit einem Jahr gibt? Ich gucke ganz genau, dass ich nur das kaufe, was ich wirklich aufgeschrieben habe, also was ich wirklich brauche und nicht noch irgendwie dies und jenes einpacke, weil ich denke, oh ja, das sieht ja auch lecker aus gerade. Und in der Form war das vorher nicht? Nee, da hat man dann mal was gekauft, ach Gott, dann ist das eben 20 Cent teurer als woanders oder das war nicht so wichtig, es kam nicht so drauf an in der Summe. Seit Jahresbeginn bekommt Marlow etwas mehr Geld vom Staat. Die Regierung zahlt nun mehr Unterhaltsvorschuss und hat das Kindergeld um 31 Euro erhöht. Eine Hilfe sei das kaum. Das ist einfach lächerlich letztlich, was das an Kindergelderhöhungen gegeben hat. Das ist nicht genug, weil die Preise einfach so wahnsinnig hochgegangen sind. Ne? Auch Ausgaben für ihren Sohn stellen Marlow vor Probleme, wie Klassenausflüge, Süßigkeiten oder Autofahrten. Fällt Ihnen das gerade im Umgang mit Ihrem Sohn dann schwer, wenn es nicht darum geht, dass Sie auf was verzichten müssen, sondern dass Sie ihm beibringen müssen, dass er nicht mehr alles machen kann? Ja, ist schwierig. Ne? Und warum soll ich jetzt an ihm sparen, denke ich dann immer. Ne? Marlow arbeitet freiberuflich als Grafikdesignerin. Deswegen schwankt ihr Gehalt. Im Durchschnitt, so sagt sie, verdiene sie nach Steuern und Sozialabgaben knapp 2000 Euro pro Monat. Damit gehört sie bezogen aufs Einkommen zwar schon zur Mittelschicht. Trotzdem braucht sie im Alltag kreative Sparmaßnahmen. Ja, genau. Hier mein Außenkühlschrank. Das ist witzigerweise total, also es ist ja Nordseite die Küche, also fällt nie Sonne hin. Und da habe ich mir so eine Kiste gekauft. Ich glaube vom Pizzalieferdienst. Ich mach's mal auf. Zup. Ist jetzt ein bisschen drin. Und dann ist der Kühlschrank drin, ist dann einfach aus. Der ist drinnen aus dann, aber als es über 8 Grad wurde, habe ich es hier wieder angemacht. Ne? Was ist denn der Bereich, in dem Sie die stärksten Preisanstiege bemerken? Lebensmittel. Lebensmittel wirklich. Also Milch, Butter, das ist ja Wahnsinn. Es sind bestimmt 200, 300 Euro mehr im Monat. Marlow plant ihre Einkäufe mittlerweile viel genauer, will sich penibel an ihre Liste halten, um wirklich nur das zu kaufen, was sie unbedingt braucht. Wurst und Käse. Ah, Milch, genau. Ja, mehr brauche ich nicht. Was würden Sie denn jetzt sagen, was der Einkauf kosten wird? Ich schätze 20, 25 Euro. Ja. Seit alles teurer ist, sind Marlow die Preise für Lebensmittel viel bewusster. Wie genau sie heute schätzt, wird der Einkauf beim Discounter zeigen. Wenn Sie so ein Fazit ziehen müssen nach diesem Jahr der Preissteigerung, würden Sie sagen, Ihr Leben hat sich verschlechtert? Im Grunde nicht, weil eigentlich, ne, haben wir doch richtig schönen Schuss vom Bug gekriegt und gucken jetzt einfach mal genauer hin. Also dieses Not macht erfinderisch, macht auch Spaß.
Aber schlechter geht's uns nicht. Nee, anders geht's uns. Im Supermarkt dürfen wir nicht drehen. Unsere Kamera muss draußen bleiben. 20 bis 25 Euro hatte Marlo für den Einkauf getippt. Lag sie richtig? Wie viel waren es jetzt genau? 23,49 Euro, genau. Sehr nah dran. Ja, genau. Aber eine Sache haben sie dann doch noch genommen, die nicht auf der Liste war. Ja, das ist jetzt für meinen Sohn dann eine Rolle Kekse. Oreos, ja. Aber im Angebot? Im Angebot, genau. Für Astrid Marlow und für alleinerziehende Mütter insgesamt bedeuten die hohen Preise nicht nur Belastung, sondern wirklich Verzicht. Mich hat trotzdem beeindruckt, wie positiv sie damit umgeht und dass sie auch etwas Gutes daran sieht, sich umzustrukturieren und wirklich mal zu überlegen, welche Ausgaben ergeben Sinn und welche nicht. Weiter geht's mit der Reise. Nächster Halt, Berlin. Eine Ausgabestelle der Tafel im Südosten der Hauptstadt, direkt an der Spree. Wir wollen sehen, wie es Menschen geht, die sich Lebensmittel gar nicht mehr leisten können. Und was sich für die Helferinnen und Helfer verändert hat. Ich würde auch davon ausgehen, dass wir um die 200, 210 Familien wieder haben. Ja? Und wir haben heute weniger Ware als letztes Mal. Gut, lasst uns darauf vorbereitet sein, Kisten halb voll packen, eher ein bisschen weniger. Und so sieht es jetzt jeden Donnerstag aus? So sieht es jeden Donnerstag aus, ja. Wie hat sich die Situation hier verändert seit Beginn des vergangenen Jahres? Okay, also Januar letzten Jahres hatten wir so im Durchschnitt 100 Familien. Wir sind jetzt bei doppelt so vielen. Wir sind jetzt bei 200 Familien und hatten letzte Woche eigentlich den Rekord gehabt, dass wir hier 235 Familien hatten. Und das ist, wo wir auch an unsere Leistungsgrenze denn kommen, ja. So sieht es nicht nur hier aus. In ganz Berlin hat die Tafel rund 50 Ausgabestellen wie diese hier. Anfang des Jahres nahmen 40.000 Menschen die Hilfe an. Schon im Herbst waren es fast doppelt so viele. Ein Grund sind die Preissteigerungen bei Lebensmitteln. Die waren zuletzt im Vergleich zum Vorjahr rund 20% teurer. Ein anderer Grund, mittlerweile kommen auch viele Geflüchtete aus der Ukraine. So stellen sich zwei Fragen. Wie viele Menschen werden es heute? Und reicht es für alle? Die Ware bekommt die Tafel von Supermärkten, die Lebensmittel aussortieren. Zum Beispiel, weil sie nicht mehr ganz frisch ist, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht oder schon verstrichen ist. Ja, wir wollten mal gucken, was so drin ist in so einer Kiste, ja? Hier ist im Prinzip eine Kiste mit Brot, die sie kriegen. Und hier sind dann auch so Lebensmittel drin, Obst, Gemüse, aber auch Joghurt. Na, gucken Sie selber. 1,50 Euro kostet eine Lebensmittelration hier für Erwachsene. Kinder zahlen nichts. Die Ausgabestelle bekommt so viele Waren wie vor einem Jahr. Bei steigender Nachfrage wird das zum Problem. Wo wir früher zwei Kisten rausgegeben haben, als wir weniger Gäste hatten, geben wir jetzt eine Kiste noch raus, wo alles drin ist. Also halbieren im Prinzip die Ware, damit alle was kriegen. Und da gibt es auch keine Wege, irgendwie die Menge an Ware, die Sie bekommen, aufzustocken? Also von den Supermärkten her, ja. Also unsere ganze Logistik ist so angebunden. Wir haben zwei Transporter. Klar, die eine oder andere Kiste kriegen wir noch mehr unter. Aber wir könnten jetzt nicht die doppelte an Ware umschlagen. Das würde nicht funktionieren. Am Ende des Tages steht ein neuer Rekord. 239 Familien kommen. Wieder ein paar mehr als in der Woche zuvor. Die Mitarbeiter müssen an den Notvorrat ran und füllen die letzten Kisten mit haltbarer Ware aus dem Lager. Für Brederek und sein Team steht fest, ab der kommenden Woche müssen alle noch weniger bekommen, damit es reicht. Viel größer darf die Nachfrage nicht werden. Ich hoffe, dass wir, also wir haben noch keinen Aufnahmestopp. Wir haben auch noch nie einen Aufnahmestopp gehabt bei uns. Wir können immer noch alle Leute versorgen und ich nehme an, wir haben auch nach oben noch ein bisschen Platz. Ja. Aber dann, da muss der Staat ran. Da muss was kommen vom Staat. Ja. Irgendwann schießt die weiße Fahne hoch. Ja. Oh, naja, irgendwo. Interessant fand ich hier, dass hier die verschiedenen Krisen wirklich
irgendwie zusammenführen. Einerseits ganz viele Ukrainerinnen und Ukrainer und gleichzeitig natürlich viele Leute, die sich einfach viele Sachen nicht mehr leisten können, weil diese Preissteigerungen, die wir erlebt haben, schon so einen großen Unterschied machen, dass sie Hilfe brauchen. Und wie viele das wirklich sind, das war schon krass zu sehen. Weiter geht's. Weiter nach Süden, ins verschneite Thüringen. Im kleinen Triptis bei Gera besuchen wir Eschenbach Porzellan. Viele mittelständische Unternehmen haben zu kämpfen, gerade nach Corona. Die hohen Strom- und Gaspreise stellten diesen Betrieb im vergangenen Jahr vor die Existenzfrage. Mittlerweile ist klar, es geht nicht weiter, nach mehr als 125 Jahren. Darüber möchten wir mit Geschäftsführer Rolf Frohwein sprechen. Ihr kommt im Schneetreiben. Wir kommen im Schneetreiben. Moin. Hi. Rolf Frohwein. Landberg vom Spiegel. Hier ist nicht mehr viel los. Frohwein führt uns durch die Betriebshallen. Mehr als 100 Mitarbeiter haben hier gearbeitet. Jetzt sind noch gut 30 übrig. Sie dekorieren das restliche Porzellan, das noch verkauft wird. Die Entscheidung, den Betrieb zu schließen, traf Frohwein schon im Sommer. In der Betriebsversammlung Ende August, wo ich die Entscheidung allen mitgeteilt habe, flossen natürlich bei den Mitarbeitern, aber auch bei mir Tränen. Das war schon sehr, sehr heftig. 67 Meter misst der große Ofen. Seit Mitte Dezember ist er aus. Nur der kleine Dekorbrandofen läuft noch. Da sieht man unseren fürchterlichen Gasverbrauch. Und das ist der kleine Ofen? Das ist der kleine Ofen. Frohwein sagt, die Porzellanbranche in Deutschland hat es im internationalen Wettbewerb eh nicht leicht. Die hohen Preise seien jetzt zum Brandbeschleuniger geworden. Die Produktion verschlingt Millionen Kilowattstunden an Gas und Strom. Die Preise sind zwar etwas rückläufig, aber es ist immer noch so, dass wir eben halt jetzt aktuell den fünffachen Preis für Gas bezahlen im Vergleich zu Dezember und den 4,3-fachen Preis für Strom. Frohwein hätte sein Porzellan so viel teurer verkaufen müssen, dass es ihm niemand mehr abgenommen hätte. Aber Mitte Dezember verabschiedete der Bundestag Gesetzentwürfe zur Strom- und Gaspreisbremse. Warum hat das der Manufaktur nicht geholfen? Es gibt zwar eine Idee, aber es gibt noch keine konkrete Umsetzung. Und als Unternehmer brauche ich konkrete Planungsgrundlagen. Ich kann nicht zocken, ich kann nicht einfach so ins Risiko gehen. Um den Betrieb zu retten, versuchte Frohwein Druck aufzubauen. Gab viele Interviews, sprach mit Thüringens Wirtschaftsminister. Bis Oktober wollte er konkrete Pläne, spätestens. Das heißt, hätte es diese Entscheidung, wie sie jetzt entstanden ist, für Gaspreis- und Strompreisbremse, inklusive einer konkreten Idee für die Umsetzung bis Ende Oktober gegeben, dann hätten sie nichts gemacht. Dann würden vermutlich die Öfen jetzt noch laufen. Da kann man jetzt natürlich argumentieren, dass es dann natürlich auch in so einer Ausnahmesituation ein bisschen Zeit braucht, da rauszukommen, sich umzustellen. Das lassen sie nicht gelten. Nicht in dem zeitlichen Umfang, den sich die Regierung dabei gegönnt hat. Bemerkenswert fand ich vor allem, dass es dem Geschäftsführer so sehr um das Tempo in der Politik ging, gar nicht um die Entscheidung selbst. Ich glaube, mit der Gaspreisbremse hätte er leben können, wäre die Entscheidung schon im Sommer gekommen und auch die Umsetzung. So, das fand ich auch interessant, war es ihm zu riskant. Und so hat er entschieden, lieber jetzt den Betrieb dicht machen, im schlimmsten Fall voreilig, aber auf keinen Fall eine Insolvenz riskieren. Wir machen uns auf zu unserem letzten Ziel. Guten Morgen und herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn nach München. In München wollen wir über hohe Mietpreise sprechen. Wo sonst? Keine Stadt in Deutschland ist teurer. Selbst im europäischen Vergleich liegt der Mietspiegel hier auf Platz 10 mit 18,13 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. Wir besuchen eine junge Familie in Obersendling, im Südwesten der Stadt. Hallo, erster Stock. Moin, danke. Hi. Moin. Moin.
Agatha Ohanian und ihr Freund Sebastian wohnen hier seit 2 Jahren. Seit Sommer sind sie zu dritt. Ihre echten Namen möchte das Paar nicht nennen. Die Familie lebt 7 Kilometer entfernt vom Zentrum, in einer 70 Quadratmeter großen Sozialwohnung. Und selbst die kostet 1.200 Euro warm. Hi. Die Küche dient als Homeoffice, ein Kinderzimmer gibt es nicht. Langfristig wäre die Wohnung eh zu eng geworden. Nun aber muss alles viel schneller gehen, denn akut gibt es ein ganz anderes Problem. Hier so die Sachen, die wir beklebt haben, das hier und das hier, da kommt der Geruch aus dem Müllraum hoch. Wir wohnen über dem Müllraum. Also eine lange Zeit haben wir eigentlich tatsächlich sehr stark gelitten, weil es eigentlich überall sich verbreitet, auch im Schlafzimmer. Überall, wo die Steckdosen sind, kommt es ein kleines bisschen hoch und dann haben wir eben alles beklebt. Ich rieche es ja jetzt auch schon ein bisschen, aber wenn man das alles abmacht, ist es wahrscheinlich... Es ist wahnsinnig schlimm und deswegen müssen wir eben hier wegziehen. Denn trotz vieler Beschwerden unternimmt der Vermieter bis heute nichts, um das Problem zu lösen, sagt Ohanian. Das könnte man natürlich theoretisch sagen, ist ja gar nicht so schlimm, dann sucht man sich eine neue Wohnung. Aber das ist ja jetzt gerade das Problem. Beschreiben Sie mal, wie schwierig das gerade ist. Ja, also wir haben erst mal gesucht mehrere Monate, so geschaut. Aber wir haben einfach unsere Chancen verstanden, dass wir jetzt keine Chance haben, in München irgendwas zu finden überhaupt. Was müssten Sie denn für eine vergleichbare Wohnung, wie die hier ist, in München jetzt zahlen? In dieser Größe selbst ist es schon so 1.600, 1.700, also bis zu 2.000. Das Haus daneben, wir haben uns informiert, da gehen die Preise für solche Zwei-Zimmer-Wohnungen bis zu 2.500. Also warm, aber so ist es in der Gegend hier. Und was sie mit der Gegend hier meint, das zeigt sie uns bei einem Spaziergang durch die Nachbarschaft. Hier gibt es zum Beispiel einen verlassenen Supermarkt. Und ja, also ich muss sagen, es kommt auch jeden Abend Polizei hierher, weil irgendwas passiert. Manchmal urinieren hier Menschen vor dem Fenster und solche Sachen. Es ist halt ziemlich wild, was hier passiert. Aber es war eben ein Stadtteil, den sich das Paar leisten konnte. Und auch nur, weil es die Sozialwohnung bekommen hat. Durch die Elternzeit ist das Budget der Familie nun noch kleiner. Ihre Schmerzgrenze für eine Warmmiete liegt bei 1.500 Euro. Das aber ist nicht nur im Zentrum, sondern auch im weiteren Umland unmöglich, auch durch die gestiegenen Nebenkosten. München funktioniert nicht, das Umland funktioniert auch nicht, ist auch zu teuer. Was ist jetzt der Plan? Wir werden jetzt vorerst zu den Eltern von meinem Freund ziehen müssen. Das ist so ein bisschen der Grenze mit der Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg. Also irgendwo in diesem Kreis würden wir gerne eine Wohnung finden. Aber durch diese Krise hat es auch diese Orte auch erreicht und es ist jetzt nicht mehr einfach, dort irgendwas zu finden. Ende März steht der Umzug an. Also das ist der Müllraum. Und das ist auch wenn der Fall durch das Geruchsproblem speziell ist und hohe Mietpreise in München nicht neu sind, zeigt die Geschichte, wer gerade jetzt, wo alles noch viel teurer geworden ist, in einer deutschen Großstadt akut eine Wohnung sucht, der hat unter Umständen ein echtes Problem. Unsere Reise geht zu Ende und sie hat uns gezeigt, dass sich ganz unterschiedliche Menschen mittlerweile umstellen müssen. Es ist total bitter, wenn so eine junge Familie ihre eigene Stadt verlassen muss oder so ein alter Betrieb schließt. Und es ist auch wirklich hart, dass immer mehr Menschen wirklich jeden Cent umdrehen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen oder sich Lebensmittel gar nicht mehr leisten können. Das liegt alles an den gestiegenen Preisen, die spüren wir ja alle. Und die sorgen dafür, dass sehr viele Menschen ihr Leben nicht mehr so führen können, wie sie es eigentlich gerne tun würden.